zwar gibt es einen deutschen Lyriker aus dem 19. Jahrhundert, Emanuel Geibel. Und er hat gesagt, Gott bewahre dich zu deinem Heile vor Krankheit, Missmut, Langeweile. Das ist das Entscheidende, das ist die Anforderung in der Rente. Hier muss man eine Lösung finden, die natürlich individuell sehr unterschiedlich sein kann. Aber ich hoffe doch, dass meine Ausführungen da vielleicht ein bisschen anregend waren. O-Ton Allgemeinmedizin, der Podcast für alle, die sich für hausärztliche Themen interessieren. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von O-Ton Allgemeinmedizin, dem Medical Tribune Podcast für alle, die sich für hausärztliche Themen interessieren. Mein Name ist Dr. Vera Seifert, ich bin Redakteurin der Medical Tribune und ich spreche heute mit Dr. Fritz Meyer. Er ist Facharzt für Allgemeinmedizin in Oettingen in Bayern und inzwischen seit einigen Jahren im Ruhestand. Herzlich willkommen, lieber Fritz. Schön, dass du dich zu dieser Podcast-Folge bereit erklärt hast. Lieber Fritz, wir kennen uns ja jetzt schon eine ganze Weile. Das ist auch der Grund, warum wir beim Du sind. Könnten jetzt an die 20 Jahre sein, würde ich mal schätzen. Nicht zuletzt durch deine journalistische Tätigkeit kennen wir uns so lange, die du ja neben deinem Hausarztberuf stets engagiert ausgeübt hast. Ich kann mich erinnern, dass der Übergang von den täglichen Herausforderungen in deiner Hausarztpraxis zum Hausarzt in Rente, ich sag mal, mit Höhen und Tiefen verbunden war, jedenfalls nicht gerade reibungslos ablief. Und da habe ich mir gedacht, das ist ja sicherlich ein Thema, nicht nur die Schwierigkeiten bei der Übergabe deiner Praxis an einen Nachfolger oder Nachfolgerin, sondern auch dein eigenes Leben danach, was durchaus für unsere Hörerinnen und Hörer, für die dieser Schritt ja vielleicht auch nicht in allzu großer Ferne liegt, interessant sein könnte. Deshalb wollen wir heute mal darüber reden, wie es dir so ergangen ist. Und ich weiß, dass du zu diesem Thema auch bestimmt viel erzählen kannst. Wie war deine Situation denn damals in Oettingen, als du noch in deiner Praxis als Hausarzt tätig warst? Wie lange du dich schon mit dem Gedanken an den Ruhestand beschäftigt hast? Wie lange es gedauert hat von der ersten Planung bis zur Umsetzung? Musstest du deinen Rentenbeginn vielleicht verschieben? Und was hast du unternommen, um einen Nachfolger zu finden? Ich hole vielleicht mal ganz kurz ein bisschen aus zu mir persönlich. Ich bin inzwischen 70 Jahre alt. Und exakt seit dem 1. Dezember 2018, also seit jetzt mehr als 5 Jahren, Versorgungsempfänger der Bayerischen Ärzteversorgung. So heißen die Rentner bei der Bayerischen Ärzteversorgung. Und ich bin insgesamt seit 45 Jahren Arzt, bin Facharzt für Allgemeinmedizin und Facharzt für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde und war vom 1. April 1987 bis zum 28. Februar 2019 in einer Gemeinschaftspraxis mit meinem Zwillingsbruder Thomas niedergelassen. Mein Zwillingsbruder ist auch Allgemeinarzt und Psychotherapeut. Und wir haben unsere Doppelpraxis von einem Ehepaar übernommen, die diese Praxis ebenfalls schon um die 30 Jahre in Oettingen betrieben hatten. Und das erste Mal, dass wir eben im Grunde genommen unsere breit gefächerte Allgemeinpraxis, breit gefächert deswegen, weil wir auch ambulante Chirurgie gemacht haben, weil wir ergometriert haben, weil wir sonografiert haben, weil wir Dermatoskopie gemacht haben. Wir haben 2 Altenheime und eine Behinderteneinrichtung betreut, also ein wirklich bunt gefächertes, breites, allgemeinärztliches Spektrum hatten wir. Und der erste Moment, wo wir uns dann nach rund 32 Jahren Gedanken gemacht haben, war dann, als meine Mutter verstorben ist, im Jahr 2007. Das war also rund 10 Jahre vor unserem offiziellen Rentenbeginn. Und als dann mein Vater noch verstorben ist, dann haben wir uns gedacht, jetzt müssen wir uns ernsthaft um die Nachfolgefrage kümmern. Und damit begann dann eigentlich auch schon das Problem. Wir haben dann zu der Zeit erstmal eine Annonce im Bayerischen Ärzteblatt geschaltet und unsere Praxis ja wirklich in nüchternen, aber doch entsprechende Schilderung angeboten. Die Resonanz war überwältigend, es hat sich nicht ein einziger Kollege auf diese Anzeige hin gemeldet, die also tatsächlich eine ganz gute Anlage gewesen wäre. Daraufhin haben wir sämtliche Krankenhäuser der Umgebung mit einem Umkreis von 100 bis 120 Kilometer angeschrieben, die Chefärzte jeweils, und darum gebeten, ob sie vielleicht unsere Anzeige, die wir dann so plakativ gestaltet haben, ob sie die eventuell in den Unterkünften der Kollegen abgeben könnten oder Kollegen persönlich ansprechen würden, ob die eventuell Interesse an so einer Praxis haben.
Und da war dann unsere Feststellung eigentlich die, dass die Chefärzte eher dazu neigten, Kollegen, die sehr gut sind, Kollegen, die gut aufgestellt wären, zu versuchen, fürs eigene Krankenhaus zu gewinnen. Wir haben dann den anderen Weg, den direkten Weg gewählt. Wir hatten ja natürlich durch unsere Überweisungstätigkeit in Krankenhäuser reichlich Gelegenheit, immer wieder mit Kollegen auch telefonisch zu sprechen. Oder wir haben die Entlassungsbriefe von Patienten gekriegt und diese Briefe haben wir dann gelesen und haben gesagt, ach, der Kollege schreibt also wirklich gute und durchdachte Arztbriefe. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Fall, ein ganz guter Mann oder gute Frau. Und daraufhin haben wir tatsächlich auch ein halbes Dutzend Mal mindestens Kollegen oder gar Kollegen-Ehepaare zu uns in die Praxis eingeladen, haben mit denen Kaffeerunden veranstaltet, sind zum Abendessen gegangen und haben also wirklich auch die Zahlen unserer Praxis auf den Tisch gelegt, die wirklich verlockend wären, wenn man das Ganze betriebswirtschaftlich sieht. Aber da kamen dann immer wieder Bedenken. In einem Fall war es die Ehefrau, die also nicht nach Oettingen wollte. In einem anderen Fall war es der Ehemann, der noch eine Ausbildung für Kardiologie abschließen wollte. Im dritten Fall, im vierten Fall, im fünften Fall. Ja, es hat also auch zu keinem Ergebnis geführt. Und wir waren dann eigentlich, das war dann so im Jahr 2017, also kurz ein Jahr vor unserem rechnerischen Renteneintritt, der bei meinem Bruder und mir ja natürlich am gleichen Tag war, weil wir ja Zwillinge sind, ne, haben wir gesagt, okay, jetzt machen wir was ganz anderes. Wir bauen unsere Praxis zur behindertengerechten Wohnung um, weil die Immobilie, in der unsere Praxis untergebracht war die letzten 20 Jahre, die gehört uns. Wir mussten also praktisch eine Verwendung für die Räume finden und waren dann, weil wir sehr viel mit Behinderten zu tun haben, dann eigentlich so weit, dass man sagt, wir bauen jetzt so eine behindertengerechte Wohnung rein, haben auch schon Architekten eingeschaltet, haben auch etliche 1.000 Euro investiert in die Planung, wie dann die Bauplanung fix und fertig war. Also wir hätten jederzeit zum Bauen anfangen können, ist uns dann zufälligerweise unsere Nachfolgerin über den Weg gelaufen. Also ein Wink des Schicksals. Ne? Und zwar, das darf ich vielleicht auch noch ganz kurz erzählen, diese Kollegin stammt aus Moldawien und hat vorher in zwei Praxen Deutschlands gearbeitet, einmal in Sachsen und einmal dann in Bayern und hat dann eben für sich die Idee gehabt, sie möchte selbst eine Praxis aufmachen. Sie ist eine alleinerziehende Mutter von zwei Kindern und hat sich dann tatsächlich auf den Weg gemacht und ist in Bayern umhergefahren und hat geschaut, wo ist eventuell eine Möglichkeit. Und da war sie zufälligerweise im Nachbarort, in Nördlingen, weil da eine Praxis gerade ganz offensiv beworben wurde, weil die vakant war. Also die Praxis selber hat ihr gar nicht gefallen, aber sie ist dann dort zum Essen gegangen. Und der Gastwirt dieser griechischen Kneipe war ein Patient von uns. Also mehr Zufall geht kaum. Und dieser Gastwirt, der uns immer noch sehr gewogen ist, hat dann zu ihr gesagt, ja, wissen Sie was, wenn Sie eine Praxis suchen, die groß ist, die auf dem Land ist und die wirklich auch von netten Kollegen geführt wird, dann sollten Sie mal nach Oettingen gehen und die Doktoris Meyer besuchen. Ja, und so kam das dann. Die Kollegin hat bei uns angerufen, hat meinen Bruder in der dicksten Sprechstunde kaum verständlich auf dem Handy kontaktiert. Und mein Bruder, weiß ich noch, wie heute damals zu mir gesagt, also weiß ich, ich habe die Kollegin kaum verstanden, aber sie will sich mit uns treffen. Ich habe schon gar keine Lust mehr, hat dann mein Bruder gesagt. Er hat gesagt, okay, diese eine letzte Chance ergreifen wir jetzt noch. Haben die Kollegin zurückgerufen, haben einen ersten Kontakttermin ausgemacht. Aus dem ersten Kontakttermin sind weitere 5 oder 6 Kontakttermine geworden. Und dann war im Prinzip die ganze Sache erledigt. Sie hat sich dann bereit erklärt, natürlich nachdem sie auch noch unsere ganzen Steuerunterlagen und alles sehen wollte, bereit erklärt, die Praxis zu übernehmen. Das war dann tatsächlich Schicksal. Also die ist euch ja sozusagen in den Schoß gefallen, kann man sagen. Vom Schicksal geschenkt, ja. Weil wir schon so viele vergebliche Anläufe vorher hatten. Und ja. Wenn man dann sagt, was hätten wir denn bei diesen ganzen Anläufen eigentlich besser machen können? Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, ja. Dann gibt es eigentlich nur die Möglichkeit, dass man sagt, dann hätten wir vielleicht schon Jahre vorher einen Assistenzarztkollegen einstellen sollen, der dann auch eine echte Bindung an den Ort entwickelt. Das ist im Übrigen auch eine Empfehlung, die ich gestern im Bayerischen Ärzteblatt gelesen habe, assistenzärztliche Kollegen einzustellen, die eine Bindung dann an den Ort entwickeln über die Jahre weg. Wir haben insgesamt 5 Kollegen, meine ich, bei uns als Assistenzärzte auch in der Praxis gehabt, in den Jahren zuvor schon.
die einen Teil ihrer Weiterbildung, wir waren voll weiterbildungsermächtigt, die einen Teil ihrer Weiterbildung bei uns absolviert haben. Aber da war es dann tatsächlich so, dass sie alle wieder zum Teil in die ehemalige Heimat zurückgegangen sind oder noch eine weitere Weiterbildung in einem anderen Krankenhaus angeschlossen haben. Die sind also da alle leider auch nicht geblieben, obwohl wenigstens 2 oder 3 Kollegen dabei waren, wo wir gesagt hätten, das wären gute Nachfolge für uns. Aber ja, ließ sich leider nicht machen. Und das ist ja eine Erfahrung, die nicht nur wir gemacht haben. Das sagen ja andere Kollegen, die Assistenzärzte beschäftigt haben, unter anderem ein Kollege von mir in Überrecksch gelegenem Ort, wo ich selbst schon als Assistent gearbeitet habe, der hat pausenlos Assistenten beschäftigt und hat immer wieder erleben müssen, dass dann trotz der Zusage die Kollegen schließlich nur Absprunger sind. Und das war ja dann letztendlich auch der Grund, warum eine große Doppelpraxis in Oettingen, ein Ehepaar, innerhalb von 8 Tagen die Kassenzulassung zurückgegeben hat, weil die eine Kollegin avisiert hatten, die sich auch bereit erklärt hat, die Praxis zu übernehmen, und die ist wirklich innerhalb weniger Tage abgesprungen. Dann sind noch 2 Helferinnen in dem Betrieb schwanger geworden und aufgrund der Situation mit Mitarbeitern haben sie auch keine weiteren Mitarbeiterinnen gefunden. Und dann hat innerhalb von einer Woche haben beide Kollegen ihre Kassenzulassung zurückgegeben und es war eine wirklich große Praxis. Und damit standen dann plötzlich rund 2000 Patienten quasi versorgungslos in Oettingen. Das war da dann die Situation. Bei euch hat es ja dann geklappt und wie ist es dann mit der Kollegin dann weitergegangen? Also wir haben, das muss ich tatsächlich noch mal sagen, mehr Glück als Verstand gehabt. Obwohl dann immer noch genug Schwierigkeiten kamen. Aber wir haben wenigstens jemanden gehabt. Die Kollegin hat damals noch nicht so perfekt Deutsch gesprochen. Dann haben wir mit ihr Folgendes gemacht. Wir haben sie zunächst einmal ein halbes Jahr bei uns als Assistentin angestellt. Voll bezahlt. Damit sie quasi bei uns ein halbes Jahr mitläuft und den Betrieb, die Hausbesuchsroutine, den Praxisablauf, die Mitarbeiterinnen, damit sie das alles kennenlernt. Und das war dann tatsächlich bereits schon um den Zeitpunkt herum, wie unsere Rente begonnen hat. Also wir haben unsere Rente quasi nicht aufgeschoben, die Rente kommt ja automatisch dann. Wir sind einfach in einen Stillstand übergegangen. Wir haben weitergearbeitet, obwohl wir Rentenbezieher dann schon waren, ne? Um die Kollegin quasi auf die Alleintätigkeit vorzubereiten und haben dann in Absprache mit der Kassenärztlichen Vereinigung im Februar 2019 unsere Kassenzulassung beide zurückgegeben und die Kollegin konnte dann auch wieder in Absprache mit der Kassenärztlichen Vereinigung beide Kassenzulassungen übernehmen und damit hat sie dann schließlich auch die Option gehabt, das haben wir ihr natürlich auch entsprechend erläutert, dass sie später eventuell weitere Kollegen dazunehmen kann. Und dann hat sie tatsächlich am 1. März 2019 die Praxis übernommen und wir haben dann, mein Bruder und ich, sind hier flankierend zur Seite gestanden, im Wechsel 2 Tage der eine Doktor, 2 Tage der andere Doktor in dem jeweils freien Sprechzimmer ganz normal unseren Praxisbetrieb weiter verfolgt und konnten damit dann auch unsere Patienten natürlich in dieser Übergangszeit auf den Wechsel vorbereiten. Denn das war die große Sorge unserer Patienten. Das denke ich mir. Also die waren ja jetzt euch gewohnt als langjährige Begleiter, hausärztliche Begleiter. Und da war es ja am Anfang wahrscheinlich so, dass die immer zu einem von euch beiden wollten und eben nicht zu der neuen Kollegin, oder? Ja, und das war natürlich ein Problem, muss ich sagen, weil das natürlich auch zu gewissen klimatischen, atmosphärischen Verstimmungen auch geführt hat. Das hat natürlich die Kollegin auch gespürt und die Patienten haben dann an der Rezeption gefragt, kann ich heute zum Fritz oder kann ich zum Thomas oder muss ich zu der neuen Kollegin? Ne? Und dann haben wir uns mit den Helferinnen so abgesprochen, dass wir also bei ganz bestimmten Patienten, die also sozusagen bei uns mehr oder minder felsenfest etabliert waren, die kamen natürlich dann entweder zu mir oder zu meinem Bruder, je nachdem welcher Wochentag dran war. Und ansonsten sind die Patienten dann tatsächlich nach Uhrzeit auch an die Kollegin weitergegeben worden. Und ich muss sagen, das hat sich dann eigentlich in der Folge ganz gut eingespielt. Das heißt, die Patienten konnten sich schon in der Übergangszeit aussuchen, von wem sie betreut werden wollten. Aber wir haben von uns aus aktiv darauf hingearbeitet, der Kollegin die Patienten natürlich immer wieder episodisch zuzuweisen. Das hat an und für sich ganz gut funktioniert. Ist das heute immer noch so? Arbeitet ihr immer noch mit? Mein Bruder hat bis vor wenigen Monaten, ich glaube bis Dezember, immer noch als Teilzeitangestellter Arzt auf der noch vorhandenen kassenärztlichen
Position zwei Tage pro Woche mitgearbeitet. Aha, und du liegst jetzt in der Hängematte und züchtest Rosen. So nach dem Motto von Sigmund Freud. Und weil er Geld in Menge hatte, lag stets er in der Hängematte. Genau. Nein, also das habe ich natürlich nicht. Das, ja, so habe ich es mir vorgestellt. Aber Rosenzüchten zum Beispiel kam für mich überhaupt nicht in Frage, obwohl wir einen großen Garten haben und meine Frau sehr viele Rosen tatsächlich hat. Und das mit der Hängematte schon gleich gar nicht. Da bin ich auch nicht der Typ dafür, der sowas macht. Aber es hat dann doch tatsächlich 2 Jahre gebraucht, in denen ich erstmal mich selber finden musste. Ich habe natürlich die ersten 3 Monate, wo ich ausgestiegen bin aus dem Betrieb, die haben sich ganz gut entwickelt. Ich habe also dann meine ganzen Versicherungen umstellen müssen. Es war ja ein Haufen Bürokratie dabei plötzlich, mhm. ne? Weil vieles ja vorher immer über die Praxis lief. Und das musste man alles umstellen, das habe ich dann noch alles gemacht. Ich habe dann in meinem Haus alles repariert, was man reparieren konnte, das Haus renoviert. Dann kam eben ein Loch, weil ich ein sehr aktiver Mensch bin und meine Sachen, die ich mir vornehme, dann auch gleich unternehmen will. Deine Frau, die hat sich doch bestimmt wahnsinnig gefreut, dass du jetzt so viel zu Hause warst. Und Also, meine Frau hat sich schon gefreut. Aber, wie gesagt, irgendwann hat auch die Freude ein Ende, weil der Mann dann irgendwie natürlich auch ein bisschen im Weg umgeht. Und es war dann tatsächlich so, dass ich also zunehmend dysphorischer wurde. Ich bin wirklich missmutig geworden und eigentlich auch ein bisschen depressiv, weil ich einfach keine regelmäßige Tätigkeit hatte. Ich bin halt in der Früh aufgestanden und habe mir überlegt, so, und was machst du jetzt heute den ganzen Tag? Und in dieser Situation ist dann eben der Niedergang dieser Doppelpraxis in Oettingen passiert. Dieses Ehepaar, das Knallerfall ausgestiegen ist. Und daraufhin hat mich eine frühere Mitarbeiterin angerufen, die in einer anderen Praxis in Oettingen arbeitet, in einer Einzelpraxis, einer Internistin. Und hat gesagt, wissen Sie was, wir laufen hier über mit Patienten. Meinen Sie nicht, Sie könnten wenigstens einen Tag bei uns mitarbeiten, damit wir diese Patientenanflut einigermaßen bewältigen können. Und das war dann eigentlich ein ganz gut, ich habe ein bisschen gezögert und habe dann mit meiner Frau etliche Male natürlich gesprochen, logischerweise, habe hin und her überlegt und dann habe ich mir gedacht, no, jetzt suchst du mal das Gespräch mit der Kollegin. Die Kollegin, die jetzt sozusagen meine Chefin inzwischen ist, ist rund 20 Jahre jünger wie ich, ist gelernte Internistin und Onkologin und hausärztlich niedergelassen, weil der Ehemann von ihr als Gastroenterologe im Vordergebäude des gleichen Hauses seine Praxis hat. Und die Besonderheit dieser Kollegin ist, dass sie eine größere Zahl an Kindern hat, frühen Schulalter an bis zur Volljährigkeit rauf. Und diese Kinder verlangen natürlich auch ganz schön Zeit und sie hat auch ein großes Haus und hat natürlich ihre Praxis eigentlich so ganz gut betrieben, aber war natürlich immer ein bisschen hin und her gerissen zwischen der Praxis und der Familie. Und ich habe mich dann bei ihr vorgestellt, wir haben uns sehr, sehr nett unterhalten und es hat sich ein sehr gutes Gespräch ergeben. Und ich habe dann aber auch klipp und klar gesagt, was ich wollte, nämlich vor allem nur einen Tag arbeiten, 12 Stunden, den ganzen Tag, kein Problem, aber nur einen Tag. Und eben, ich habe genau meinen Arbeitseinsatz limitiert, das wollte sie im Übrigen dann auch. Wir haben genau festgelegt, wo meine Schwerpunkte liegen sollen in der Praxis, eben in ganz speziellen hausärztlichen Bereichen, die sie selber in dem Maß gar nicht ganz ausfüllen kann, zum Beispiel Hausbesuche oder chirurgische Maßnahmen und so weiter. Und auf dieser Basis kam es dann tatsächlich zur Einigung, war dann ein bisschen umständlich, weil natürlich unser KV-System da ein bisschen schwerfällig ist, möchte ich einmal sagen, uns dann aber zum Schluss sehr unterstützt hat. Wir mussten also dann erneut einen KV-Sitz beantragen, also einen der Sitze beantragen, die von dem anderen Ehepaar her frei wurden. Das ist alles gelungen mit einem erheblichen bürokratischen Aufwand. Ich war zwischendrin manchmal fast so weit, dass ich gesagt habe, jetzt mag ich einfach nicht mehr. Na, mhm. Wenn man also nach so vielen Jahren Berufstätigkeit, und ich bin ja erst ein paar Jahre vorher aus dem KV-System ausgeschert, dann gesagt kriegt, so, und jetzt musst du aber noch Führungszeugnis bringen, also runter quasi bis zum Staatsexamenszeugnis. Da stellt man sich die Frage, was soll das eigentlich? Aber ich habe die Zähne zusammengebissen, habe alle Formulare beigebracht, habe dann wieder eine KV-Zulassung bekommen. Ja, und bin jetzt seitdem eben einen Tag pro Woche immer am Dienstag in dieser Praxis tätig. Ich beginne in der Früh um 7.30 Uhr und bin in der Regel so abends gegen 6:30, 7 bin ich dann fertig. Ohne Pause allerdings, weil ich ja auch in der Mittagspause Hausbesuche mache. Aber das entspricht eigentlich auch meinem Arbeitsnaturell. Ich kann den ganzen Tag durcharbeiten, Sprechstunde Vormittag, Sprechstunde dann auch Nachmittag. Und
das behagt mir eigentlich, muss ich wirklich sagen. Und zwei der Mitarbeiterinnen, die in dieser Praxis sind, sind ja frühere Mitarbeiterinnen aus meiner Praxis. Die haben schon als Lehrlinge bei mir gelernt. Und so gesehen ist es also eine wirklich gute familiäre Atmosphäre. Mhm. Aber das ist ja jetzt doch was ganz anderes wie das, was du gewohnt warst von deiner Praxis. Also man könnte ja auf der einen Seite sagen, du kannst das jetzt viel entspannter sehen, du hast weniger Verantwortung, was jetzt Praxisführung, Management oder so angeht. Aber du hast halt auch nicht mehr alle Fäden in der Hand. Da kann ich nur sagen, Gott sei Dank habe ich nicht mehr alle Fäden in der Hand. Ich muss mich also nicht drum kümmern, so wie gestern zum Beispiel, dass alle Unterschriften auf den Papieren drauf sind, die man für die Qualitätskontrolle braucht, für die Unterrichtung der Mitarbeiter. Ich muss mich nicht mehr um die KV-Abrechnung kümmern. Und was natürlich ein ganz, ganz großes Plus für mich ist, ich brauche mich um keinen Regress mehr kümmern. Das war ja in unserer großen Praxis eine Sache, die mich seelisch sehr stark belastet hat, diese immer regelmäßig wiederkehrenden Medikamentenregresse. Wir hatten eine sehr große Praxis mit einem hohen Verordnungsvolumen, aber da waren die Regresse natürlich festgeschrieben, kann man sagen. Und ich habe viele, viele Samstage und Wochenenden damit verbracht, dann die Praxis für ihre Verordnungsmaßnahmen zu verteidigen. Und das hat mir manchmal tatsächlich die Stimmung und den Spaß an diesem Beruf ganz grundsätzlich vergällt. Jetzt in dem System frage ich nur meine Kollegin, gab es irgendwie Probleme mit Verordnungen von mir? Bitte mir sagen, damit ich mich darum kümmern kann. Habe ich bis jetzt noch keine Reklamation gekriegt und selbstverständlich halte ich mich an die Spielregeln. Ich will ja auch nicht, dass die Kollegin wegen mir Ärger kriegt. Aber diese ganzen bürokratischen Umstände, die an so einer Praxis dran sind und die viel mehr sind, als man im Allgemeinen denkt, die habe ich jetzt alle nicht mehr zu bewältigen. Ich kümmere mich um meine Patienten. Ich habe auf dem Computer, wenn ich in der Früh die Praxis betrete, meine Terminliste. Und da freue ich mich, wenn die ganze Seite voll ist, weil ich weiß, okay, es kommen wieder Patienten, die unbedingt zu mir wollen. Das freut mich natürlich und ganz ehrlich, fördert natürlich auch ein bisschen die Eitelkeit, das gebe ich wirklich zu. Und da arbeite ich dann einen Patienten nach dem anderen ab. Ich weiß genau, wie viel Zeit ich habe. Es ist ein perfektes Termin- und Zeitmanagement. Und brauche mich nur um die Patienten kümmern und umsonst weiter gar nichts. Das ist eigentlich ideal. Also hast du für dich eigentlich genau den richtigen Weg gefunden, nach der Rente halt noch? Ich habe das, glaube ich, schon gefunden. Und das ist auch, möchte ich schon so sagen, eine Win-Win-Situation tatsächlich für die Kollegin. Sie hat jemand an der Seite, der zum Beispiel auch schnell mal aus der Sprechstunde raus zum Hausbesuch wegfahren kann, wie jetzt vor einer Woche, wo ich dann von der Kripo angeforstet worden bin für die Leichenschau bei einem Patienten, der sich suizidiert hat. Mitten aus der vollen Sprechstunde raus bei Regenwetter und in Dunkelheit macht keiner so wahnsinnig gern, aber das übernehme dann zum Beispiel ich solche Sachen. Und ich übernehme ganz gerne auch chirurgisch-orthopädische Probleme, weil ich über die Sportmedizin orthopädisch eigentlich ganz gut ausgebildet bin. Das heißt, ich kann ihr Dinge abnehmen oder ich kann Dinge übernehmen, die sie selber so gern gar nicht macht. Und ich denke, das schätzt sie auch. Und ich kann natürlich auch einspringen, was auch ein paar Mal jetzt schon passiert ist, wenn eines ihrer Kinder plötzlich krank ist, dann kriege ich halt einen Anruf um 7:30 aus der Praxis, ob ich nicht noch heute Vormittagssprechstunde schnell machen könnte, weil die Kollegin einfach sich um den Sohn oder um die Tochter kümmern muss. Also das sind natürlich Dinge, wo auch die Kollegin, meine ich, was von meinem Dasein hat. Und aus dieser Win-Win-Situation raus würde ich sagen, das ist eigentlich schon eine gute Lösung, wenn man das so organisieren und arrangieren kann. Was wir vielleicht noch gerade ganz kurz machen könnten, man liest ja immer wieder von Anregungen. Neulich habe ich in Medscape auch sowas gelesen, was mögliche Teilzeitjobs für Ärzte im Ruhestand sein könnten. Ich würde jetzt mal vielleicht so ein paar Vorschläge machen und du kannst ja ganz kurz, ich würde mal sagen, so 10 Sekunden pro Punkt kommentieren, ob du das jetzt für was Sinnvolles hältst oder nicht. Also fangen wir mal an. Nachhilfelehrer für Schüler unter Studenten. Habe ich mir auch überlegt, aber es hat sich das Schulsystem mittlerweile dermaßen geändert, dass ich glaube, dass ich mit meinem Schulwissen selbst in Fächern, wo ich sehr gut war, einfach nicht mehr mithalten könnte. Autor oder Journalist? Ja, das mache ich ja, wie du aus eigener Erfahrung weißt, immer noch, wenn ich die Gelegenheit dazu habe. Und da ist natürlich die Praxistätigkeit, ist ja die Quelle der Inspiration und die Quelle der Anregung. Also ich könnte ja kaum publizieren, wenn ich nicht in der Praxis wäre, wo ja auch meine Stoffe sozusagen herkommen. Dann leitende Position in Labor, Gefängnis, psychiatrischer Einrichtung. Da wäre mir persönlich die Festbindung
irgendwie zu stramm. In der Praxis habe ich einfach mehr individuelleres, bunteres, viel mehr Gestaltungsmöglichkeiten, wenn ich auf Honorarbasis Gutachten mache oder wenn ich auf Honorarbasis im Gefängnis oder in einem Labor arbeite. Das wäre mir alles schon wieder zu verbindlich. Sachverständiger vor Gericht? Ich weiß nicht, ob wir da die ausreichenden Kenntnisse haben. Selbst als langjähriger Hausarzt ist eher ein Expertenproblem, weil man da dann doch auch literaturgestützte Expertisen erstellen muss. Das könnte ich mir schwierig vorstellen. Arzt auf einem Kreuzfahrtschiff? Wäre mir zu riskant. Auch nach 45 Jahren Arzttätigkeit wäre mir das zu riskant, denn ich bin natürlich als Arzt auf einem Kreuzfahrtschiff ganz allein auf mich gestellt. Und wenn ich dann zum Beispiel sage, ein Patient muss mit einem Hubschrauber weggebracht werden, aus Sicherheitsgründen, dann veranlasse ich eine Kette von Kosten, die unabsehbar ist. Ich bin zwar hier als Landarzt, habe ich ja oft genug die Situation erlebt, dass ich nachts um 3 an einem Patientenbett stehe, wo es große Probleme gibt, aber ich habe doch etliche Kreiskrankenhäuser in der Umgebung, die ich sowohl telefonisch wie auch dann kontaktieren kann oder ich kann den Patienten auch mal hinüberweisen. Also ich habe hier selbst als Hausarzt nachts um 3 mehr Rückendeckung als vergleichsweise auf so einem Kreuzfahrtschiff. Leitung klinischer Studien zum Beispiel für Pharmaunternehmen. Könnte ich mir vorstellen, weil ich ja sowas früher in meiner Ausbildungszeit in der HNO-Klinik auch gemacht habe. Aber ja, würde ich mich jetzt nicht mehr so interessieren. Arzt im Hospiz oder im Pflegeheim? Wäre mir psychisch zu belastend. Das wollte ich nicht machen. Im Pflegeheim ja, aber im Hospiz, muss ich sagen, braucht man doch sehr spezielle Kenntnisse in der Palliativmedizin. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt quasi im Ruhestand mir derart belastende Situationen noch auflasten wollte. Es reicht schon, wenn man manchmal in der Praxis, auch jetzt noch bei einer mehr oder minder limitierten Zeit, immer wieder Patientenschicksale erlebt. Deren Schicksale nimmt man dann ja auch mit nach Hause. Wäre mir persönlich von der psychischen Seite her zu belasten. Dann wäre noch eine Möglichkeit Podcaster. Ja, stelle ich mir gut vor, wenn das Thema passt und wenn man so nett interviewt wird, dann stelle ich mir das gut vor. Ja, das ist doch, denke ich mal, ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, lieber Fritz, dass du dir so viel Zeit genommen hast für uns. Vera, denn du auch noch was sagen. Und zwar gibt es einen deutschen Lyriker aus dem 19. Jahrhundert, Emanuel Geibel. Und der hat gesagt, Gott bewahre dich zu deinem Heile vor Krankheit, Missmut, Langeweile. Das ist das Entscheidende, das ist die Anforderung in der Rente. Hier muss man eine Lösung finden, die natürlich individuell sehr unterschiedlich sein kann. Aber ich hoffe doch, dass meine Ausführungen da vielleicht ein bisschen anregend waren. Das denke ich doch auf jeden Fall. Also ich bedanke mich jedenfalls ganz herzlich. Hat mir auch viel Spaß gemacht, mit dir zu plaudern. Und ich hoffe, unseren Zuhörern und Zuhörerinnen hat es auch gefallen. Ja, vielen Dank, lieber Fritz. Ja, danke schön. Wir hoffen, dass auch Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das Gespräch interessant fanden und Sie etwas für sich und Ihre Praxis mitnehmen konnten. Weiterführende Informationen und Links finden Sie in den Shownotes der Folge. In der nächsten Folge geht es um das Thema Heuschnupfen. Wir sprechen darüber mit Professor Ludger Klimek. Er ist Allergologe und HNO-Arzt aus Wiesbaden. Weitere Berichte zu diesen und anderen Themen finden Sie unter www.medicaltribune.de. Das war O-Ton Allgemeinmedizin, der Podcast für alle, die sich für hausärztliche Themen interessieren. Dieser Podcast dient ausschließlich der neutralen Information bzw. Fortbildung und richtet sich primär an Ärztinnen und Ärzte sowie Medizinstudierende. Ein Produkt der Matrix Group. We care for Media Solutions.